Hallo Leute, ja, wir sind angelandet, hab's dann geschafft hierher und da waren noch drei Wildschweine, die wollten schon mein Boot angreifen, die habe ich dann auch mal gerade platt gemacht. Stellt sich mir die Frage, ob da oben ein Turm ist, ne? Könnte sein, oder? Sieht so ein bisschen so aus. Schaut's Logo, dann gehen wir mal da oben hoch und dann da drüben sieht man schon den Sumpf, da müssen wir da hin, ne? Ist es ein Turm oder ne? Sieht nur so aus. Ist es, glaube ich, kein Turm oder ist es doch ein Turm? Wir gehen mal gucken. Ne, war nur eine Baumgruppe, die so aus war wie ein Turm. Alles klar. Dann gehen wir jetzt Richtung Sumpf. Vielleicht besser die Axt rausholen, weil da ist schon jemand, der uns besucht. Da noch mehr? Ich glaube nicht, oder? So, jetzt wird schon spannender, oder? Da ist auf jeden Fall noch ein Wildschwein. Ist das hier noch was? Nein. Also mehrere Wildschweine. Okay, da unten ist Zinn. Okay, da ist noch mehr. Kommt man das Wildschwein ran? Ich glaube nicht, oder doch? Okay, und da unten war da auch noch eins, oder? Ah ne, ist da hinten durchgezogen, ne? Okay, erledigt. Drüben sind noch zwei Wildschweine, aber die gehen weg, lasse sie. Wir schauen besser hier weiter. Ein Hirsch. Okay, also Respekt, wie wir hier so Hirsche mittlerweile kriegen, ne? Was sammeln wir denn hier auf? Hirschfell ist auch noch da. Was haben wir denn jetzt hier eingepackt, was nicht so wichtig ist? Tannenzapfen. Aber das Fell ist mir doch schon mehr wert, oder? Vier Felle. So, und dann wird's spannend, oder? Aber erstmal gucken wir hier noch gerade hin. Da ist aber nichts drin, oder? Müssten wir graben. Was liegt denn hier? Nach der Tannensumpfung, okay. Ja, jetzt gehen wir auf einen neuen Grund, den ich noch nicht so kenne. Aha, da ist schon das erste Skelett. Dem ist aber nicht so. Ah, noch eins. Okay, das ist erstmal gut gelaufen. Es wird natürlich gerade wieder dunkel, ist klar, ne? Gut, das bringt uns dann nicht weiter. Ah, komm, Wildschwein. Was ist da? Ach so, ein Stein, ne? Den haben wir noch gar nicht gelesen, ne? Vielleicht sollten wir den mal lesen. Ach, das ist der Stein. Okay. Okay. Geschafft. Es ist aber kein großer Fisch da unten, ne? Blutsauger. Kein Platz im Inventar. Na super. Was können wir denn da wegtun? Hier die zwei Holz. Neues Rezept. Okay.
Ist natürlich jetzt gerade hier unpassend, hätte ich jetzt gesagt, ne? Dass es Nacht wird. Ach so, wir wollten da lesen. Lass uns das lesen, was da drauf steht. Wenn da was drauf steht. Runenstein. Dieses Land ist wild und ungestüm, doch wir alle sind doch Wilder erforderlich an den Geschenken, die von dir zu reisen hat. Der Gut des Holzes, Steins und auch die Früchte und Blumen des Waldes. Zieht sich aus der Wildschweine, die diese Länder durchstreifen. Sie flüchten das Feuer und die Hand der Menschen, doch du kannst sie fangen und erzählen. Nähere dich ihnen und biete ihnen Futter an. Sie werden den Wurzeln des Bodens nicht widerstehen können. Ja. Gut. Ja, ich glaube, wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht am Boot Lager aufbauen, oder? Weil ist jetzt gerade, glaube ich, nicht passend, dahin zu laufen, oder? Wenn es dunkel wird. Jetzt war die Geschichte mit dem Holz, ne? Das können wir jetzt gebrauchen, wenn. Ist schon riesig, der Baum hier, ne? Und der gabelt sich auch noch gerade hier. Ist dann die Frage, was wir bauen können hier, ne? Werkbank bestimmt nicht, oder? Was brauchen wir denn da? 10 Holz und wir haben es eben weggeschmissen, ne? Jetzt ist es auch noch dunkel, ne? Wo ist denn das Holz? Da habe ich vielleicht auch Holz im Boot, weil hier war eine Klappe, da konnte ich was reintun. Das habe ich, glaube ich, vor euch gemacht. Okay, da sind 6 Holz. Dann würde ich jetzt mal die Felle dann tauschen. Ja. Dann bräuchte man nämlich nur 4 Holz. Ich sehe aber nichts. Das ist schlecht. Ist das ein Baumstumpf? Wie viel Holz haben wir jetzt? 10 Holz, das wäre genauso viel, wie wir brauchen für die Werkbank, ne? Das macht vielleicht Sinn. Warum wird die jetzt so schlecht angezeigt? Ah, hier könnte ich sie bauen. Baue sie doch dahin. Nee, nicht das. So, was können wir jetzt hier machen? Die benötigt ein Dach. Auch geil, oder? Das heißt, wir müssen weiter Holz haben. Aber es ist dunkel. Schwierig, ne? Da holen oder lieber da holen? Ich glaube, lieber da holen. Wir müssen unbedingt aufhören, rumzurennen. Ist da hinten einer? Könnte ein Skelett gewesen sein, ne? Aha, da hinten sind schon Rotaugen. Kommt da? Aha, da kommt auch einer. Du bist gerade nicht so passend, irgendwie. Hätte man vielleicht erst was essen sollen, ne? Oh, ich habe nur 22, das ist nicht gut.
Jetzt habe ich nur 21, das ist noch schlechter. Jetzt haben wir wieder 24. Sind wir schon bei 30 wenigstens. Die 30 haben wir noch. Das waren nur noch 28. Gerade unpassend, ne? Mitte sollte ich vielleicht nicht gerade stehen, ne? Jetzt waren wir nur 14, das ist ganz schlecht. Wir sind gerade erst gesunden. Den sind wir schon mal los. Der kann ja nicht so schwer sein hier, oder? So. Jetzt sind wir hier weiter zu gucken erstmal. Holz gab es da auch schon mal. Gibt es hier noch mehr Holz? Holz. Ist hier mit Holz? Verlieren noch immer alle Holz, ne? Da hinten ist auch noch mal was. Okay, vielleicht haben wir jetzt schon genug Holz, weiß ich nicht. Wir regenerieren auf jeden Fall schon mal etwas. So. Ohne Wand. Das geht schon mal. So, wir gucken, dass wir die Wand einigermaßen so bauen. Ist doof, ne? Man sieht nichts. Okay, das hat schon mal geklappt. Kriegen wir jetzt auch noch ein Dach hin. Jetzt ist die Frage, ob wir nicht genug Schutz. Okay. 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 Brauchen wir das jetzt nicht genug Schutz? Ist hier noch irgendwo einer, ne? Ne?
mal eine Fackel an, vielleicht kann man dann was erkennen. Okay, nicht genug Schutz bedeutet, das ist nicht hoch genug oder was? Bedeutet, dass ich muss nur einen da drauf packen. Ist jetzt genug Schutz? Wahrscheinlich waren die umsonst. Kriege ich noch eine Wand hin? Ist die Frage, ob das so reicht. Kann ich noch was bauen? So genug Schutz. Nicht genug Schutz. Das bedeutet, wir müssen mal gucken, ob wir noch. Das ist das Verkehrte, das ist das Richtige. Holz fehlt. Ups. So. Was liegt hier noch? Steine, aber Steine brauchte ich jetzt gerade nicht, ne? Doof mit dem nicht genug Schutz. Vielleicht. So kommen wir doch erstmal wieder an Holz, ne? Was haben wir denn jetzt hier? Die Steine legen wir erstmal hier rüber. Und wie kriege ich jetzt den Schutz dahin? Kriege ich hier noch einen Schutz hin? Ich kann es hoffen, ne? Aha, jetzt geht's. Das ist schon mal gut. Und dann müssen wir da auch auf jeden Fall ein Bett noch hinmachen. Kann ich das reparieren eigentlich? Hammer 5. Ne, 5 war richtig, aber Rechtsklick war richtig, ne? Reparieren. Ich glaube, das ist dann heile. Gut. Was uns jetzt hier noch fehlt, ist ein Bett. Verschiedenes, was ist das? Münzhaufen, okay. Bauen, schwere Möbel brauchen wir. Aber Holz fehlt dafür. Wir hatten noch irgendwo schon einen Baum geschlagen, der liegt da im Wasser, ne? Hier liegt noch was in der Erde. Da ist noch einer, den können wir noch mal gerade mitnehmen. Schnell aus der anderen Richtung kommen, glaube ich. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz, ne?
Was haben wir denn hier jetzt geladen, was wir wegschmeißen können? Mal. Oh, alter Samen, den will ich jetzt nicht haben. Ich brauche jetzt das Holz. Jetzt müssen wir das Bett hier hin. So. Und jetzt können wir da noch ein Feuer machen. Das wäre hier. Da brauchen wir aber Steine für. 5 Stück. Sechs sind's. Wir müssen nur was wegschmeißen für die Steine dann. Schmeißen wir mal das Holz dahin und nehmen jetzt gerade die Steine auf. Tja. So. Jetzt können wir das Feuer machen. Ach, jetzt fehlt das Holz wieder. Wenn wir das runterschmeißen. Nee. Jetzt haben wir das Holz. Jetzt können wir das Feuer machen. Gut, sehr schön. So, und dann können wir noch was bauen. Und zwar Dach. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Das da auch noch hin. Okay, das ist abgefallen. Das geht so nicht. Oh. Komm, Kollege, einmal. Ist hier ein Spawner irgendwo oder was? Und nicht, was das hier für eine weiße Blume? Karottensamen, okay, die sind ja gar nicht mehr so zu beachten, ne? Aber kann man nicht mitnehmen. Läuft, ne? Jetzt sollten wir hier mal eine Kiste bauen, ne? Warte mal, wir müssen eine weitere Wand haben. Kein Holz mehr. Jetzt müssen wir Holz haben. Holen wir hier weg. Oh, ich sehe schon wieder, die Folge ist schon wieder super lang, ne? Unser Werkzeug ist kaputt. Die ist aus Metall. Die kann ich hier nicht reparieren. Da brauche ich eine Schmiede für. Na, super. Und irgendwo ist schon einer.
Hey, unser ersten Gegner per Faustkampf getötet. Das war auch gut, oder? Das ist ein anderer. Schade, ne? So, unsere Axt ist jetzt das Problem. Jetzt müssen wir überlegen, was wir machen. Eine Schmiede kriegen wir hier nicht hin. Und gescheite Dinge haben wir jetzt auch nicht mit, ne? Ja. Was ist das denn hier? Ach, der Blutsack. Die Frage, was kann man denn hier kochen? Ach so, da muss ich ein Gestell dafür haben, deswegen, okay. Ja. Ich denke, wir machen erst hier einen Cut. Ich sehe zu, dass wir unsere Axtteile kriegen. Vielleicht segle ich wieder zurück. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Und da unten ist noch Essen. Kriege ich das da raus? Nee, nicht, ne, oder? Naja, kriege ich glaube nicht da raus. Habe ich denn überhaupt Platz? Ja, ich habe keinen Platz. Gut, dann müssen wir schauen, wie wir da fertig werden. Ne? Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.